Kevin Kühnert hat ja überhaupt gar keine Probleme, wenn ein Markus Lanz ihm mit angeblich plumpen Argumenten daherkommt. Und er kann ja ganz gut kontern. Allerdings muss man ganz ehrlich sagen, dieser Kevin Kühnert, ehemals Callcenter-Mitarbeiter, nicht abgeschlossen irgendeine Ausbildung, er scheint es ja sowieso auch nicht damit zu haben, Statistiken zu lesen. Und genau die wollen wir ihm mal kurz um die Ohren hauen. Und damit herzlich willkommen hier bei Warum Punktkritisch. Mein Name ist Will. Okay, ich weiß, viele von euch wollen überhaupt gar nicht mehr irgendwelche Sendungen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sich hier anschauen. Dazu gehört sicherlich auch Markus Lanz. Aber dennoch muss ich euch einen kleinen Ausschnitt hier zumuten. Bitteschön. Längst eingebüßt. Das ist für mich eine Sprache des Alarmismus, die ich in der Form nicht habe. Das ist mir deutlich drüber. Ich habe ein Argument. Das ist immer gut. Zu unserer Art zu leben gehörte, Taylor Swift-Konzerte einfach zu veranstalten und es gibt kein Sicherheitsthema. Richtig? Mhm. Zu unserer Art zu leben gehörte es auch, einen Weihnachtsmarkt abzuhalten und ihn nicht zu verbarrikadieren, damit bloß kein Irrer mit dem Lastwagen reinfährt. Oder nicht? Ja. Zu unserer Art zu leben gehörte es auch, in Schwimmbäder zu gehen und nicht 30 Mann Security dabei zu haben. Gehörte es auch. Herr Lanz, das ist alles deutscher Alltag, den ich hier gerade beschreibe. Selbstverständlich. Und jetzt dürfen wir doch bitte nicht dabei über die Fakten hinweggehen, dass diese Gesellschaft, was Kapitalverbrechen angeht, was Hoheitsdelikte angeht, im Großen und Ganzen über die letzten Jahrzehnte, dass die Forschung eindeutig sinkende Zahlen erlebt hat. Heute gibt es viel weniger Schlägereien im öffentlichen Raum, die stattfinden, als das früher der Fall war, und vergleichbare Delikte. Also die Zeichnung, alle Einzelbeispiele, die Sie nennen, sind real. Wir haben die Bilder dazu alle vor Augen. Aber dass die Addition dieser Beispiele taugt nicht dazu, ein Zustandsbild der deutschen Gesellschaft im Jahr 2024 allein zu zeichnen. Das ist mir zu verkürzt, genauso wie es Forderungen danach, irgendeinen Notstand auszurufen oder Ähnliches mehr sind. Ich finde, man muss seinen politischen Standpunkt, seine Kritik, sein Nicht-Einverständnis vorbringen können, ohne den Leuten die Apokalypse auf die Nase zu binden. Wir haben keine Apokalypse in dieser Gesellschaft, aber reale Probleme, die gelöst werden müssen. Aber es ist auch eine Frage der Sprache und des Umgangs. Unsicherheit ist das dominierende Gefühl in unserer Gesellschaft. Manche Politik hat dazu beigetragen, das will ich nicht abstreiten, aber alle, die verantwortlich Politik machen, tragen Mitverantwortung dafür zu sorgen, dass das nicht noch weiter angeheizt wird. Ja, wie ihr seht, Kevin Kühnert steht über allem und er sagt, es gab wesentlich weniger Schlägereien hier bei uns in Deutschland. Aber lieber Kevin Kühnert, es gibt auch noch Zahlen, da fällst du wahrscheinlich von deinem Sesselchen runter. Denn das Bundeskriminalamt, BKA, meldete für das Jahr 2023 bundesweit 8.951 Messeangriffe im Bereich der gefährlichen und schweren Körperverletzung. Hinzu kommen 4.893 Fälle von Raub mit dem Tatmittel Messer. Was insgesamt also 13.844 Angriffe ergibt. Und das sind fast 38 pro Tag. Das wirkt jetzt erstmal relativ gering, nicht wahr? Gar keine Frage, Kevin Kühnert, aber sei es drum. Wir müssen nämlich einer Tatsache auch noch hier ins Auge schauen. Das BKA hat tatsächlich nur die gefährlichen Fälle hier aufgenommen und registriert. Also all jene Fälle, bei denen es nicht zu gefährlichen Körperverletzungen gekommen ist oder zu Morden, die wurden vom BKA absolut mal kurz unter dem Tisch fallen gelassen. Ist ja auch nicht ganz so relevant. Und wenn man die Zahlen aller Bundesländer addiert, die der Berliner Zeitung hier nämlich vorliegen, kommt man auf 26.129 Fälle für 2023. Fast doppelt so viele wie vom BKA letztendlich hier angegeben. Das ist doch wirklich schon ziemlich bemerkenswert, oder? Das heißt, dass auch das BKA lässt hier einige Daten wirklich außen vor. Und ein Blick auf die regionalen Unterschiede, lieber Kevin Kühnert, lässt nämlich was erkennen. Berlin ist relativ vorne weg, denn mit 3.482 registrierten Messerangriffen im Jahr 2023 ist es die höchste Rate pro Einwohner bundesweit. 90 Fälle sind es nämlich pro 100.000 Einwohner. Und in fast der Hälfte dieser Fälle handelt es sich lediglich um Bedrohungen, während in 918 Fällen Menschen schwer verletzt wurden. Und auffällig ist im Übrigen dabei, dass fast 20% der Tatverdächtigen
Kinder oder Jugendliche waren und über die Hälfte der Verdächtigen hatte keinen deutschen Pass. Und auch in den anderen Stadtstaaten Hamburg und Bremen ist die Gefahr, Opfer eines Messerangriffs zu werden, höher als in den Flächenländern. In Hamburg wurden 66,4 Fälle pro 100.000 Einwohner registriert und in Bremen waren es 56,5 Fälle. So, Kevin Kühner, das sind natürlich jetzt erstmal reine Zahlen. Aber ich habe da mal eine Frage. Aber wie kann es denn sein, lieber Kevin Kühnert, dass deine Parteigenossin hier aus Berlin, das ist ja die Berliner Innensenatorin Spranger, dass die tatsächlich jetzt hier der Bedrohung hier entgegenwirken möchte, indem sie KI-gestützte Überwachung einsetzt. Du sagst doch, die Schlägereien haben doch bundesweit hier abgenommen und wir hätten doch gar nicht dieses riesige Problem der Bedrohung der allgemeinen Bevölkerung. Warum gibt es denn dann halt eben noch mehr Überwachungen mittels KI? Das sind doch zwei unterschiedliche Aussagen ein und der gleichen Partei, nämlich deiner Partei. Denn Spranger hat hier zur Verbesserung der Sicherheit hier am Dienstag ihre Pläne vorgestellt. Und sie sagte wortwörtlich, wir werden die Videoüberwachung an kriminalitätsbelasteten Orten ausbauen und diese mit dem Einsatz von künstlicher Intelligenz kombinieren. Ob wir dies zur Identifizierung von Straftätern nutzen können, werden wir prüfen. Also Hauptsache, es wird erstmal überwacht, nicht wahr? Der Einsatz von KI in der Überwachung soll nämlich laut Spranger die Effektivität der bestehenden Systeme erheblich verbessern. Durch die Analyse von Videomaterial in Echtzeit könne es möglich sein, auffälliges Verhalten oder potenzielle Gefahren frühzeitig zu erkennen und entsprechende Maßnahmen einzuleiten. Aber inwieweit diese Technologie für Fehler oder Missbrauch anfällig ist, das ließ Madame Spranger ebenso offen wie die Fragen nach dem Datenschutz. Aber Gott nochmal, Missbrauch, das kennen wir doch. Jede Regierung kann irgendwelche Instrumente hier für den Missbrauch auch nutzen. Völlig klar, oder? Aber ich muss ja ganz ehrlich zugeben, lieber Kevin Kühnert, es gibt ja auch Innenminister anderer Parteien, deren Vorschläge sind auch wirklich echt total hirnrissig, wenn man das mal so sagen darf. Denn der Innenminister von Nordrhein-Westfalen, Reul, was hat der nun vor? Nun, er möchte tatsächlich Gewalttätern den Führerschein entziehen. Das ist doch wirklich hervorragend, oder? Also man muss wirklich sich die Frage stellen, wer ist eigentlich bekloppter, die SPD oder die CDU? Also Kevin Kühnert, der sich weigert, Realitäten hier anzuerkennen, oder ein Innenminister Reul, der tatsächlich der Meinung ist, man könne Gewaltverbrechen hier verhindern, wenn man potenziellen Gewalttätern den Führerschein entzieht. Tja, und Olaf Scholz, er sagt, es gibt nur noch Bett, Brot und Seife. Damit ist alles gesagt. Aber was nutzt das Ganze? Wenn wir Statistiken führen, wenn wir KI-Überwachungen hier durchführen, wenn wir irgendwelchen Leuten den Führerschein entziehen, sie sind einfach da. Und wir müssen sie durchfüttern. Auch mit Hilfe des Vorschlags von Olaf Scholz, wenn sie nur noch ein Bett bekommen, Brot und Seife. Das reicht den meisten doch, oder? Jo, ich freue mich wie immer sehr auf eure Meinung. Und Kevin Kühnert, wenn du dieses Video siehst, freue ich mich gerne auch auf deine Reaktion. Bis auf ganz recht bald. Tschüss, die Lil.